Meine Damen und Herren, liebe Trauzeugen, liebe Angehörigen und liebe Familie, wir haben uns heute hier zusammengetan, um gemeinsam zwei Liebende in den Bund der Ehe einzuschließen. Diese unglaublich hässliche Kapelle, die ich hier gebaut habe, ist echt eine Schande, Leute. Das soll ich mich echt für schämen, Alter. Aber die ist genau richtig für Romatras Hochzeit, Alter. Weil Romatra auch selber sehr hässlich ist, dann passt das. Dann würde ich sagen, bauen wir hier noch die Kapelle auf jeden Fall für Hochzeit zu Ende, Leute. Bin mal gespannt, weil Trimax weiß ja noch gar nicht, was ihn erwartet. Er weiß ja noch gar nicht, was er machen muss. Der weiß ja noch gar nicht, dass er hier Roleplayen muss, Alter. Das wird auf jeden Fall richtig schön unangenehm, wenn wir Trimax zum Roleplay spielen zwingen. Weil er denkt halt so, er hat so gesagt, ja, dann machen wir doch schnell deine Folge, dann passt das. Aber wenn Max wüsste, Alter, denkt die ganze Zeit, ich bin Creative Mode, bin ich gar nicht. Wenn Max wüsste, was ihn erwartet, Leute. So, müssen wir mal hier ein bisschen entschärfen, den Hasen hier. Also so hässlich die Kapelle auch ist, Leute, ich kann Romata nicht in der Bruchpool heiraten lassen, das geht ja nicht. Bin mal gespannt, Leute, wenn Trimax später online kommt und merkt, was wir mit ihm vorhaben, Alter. Wie er reagieren wird, Chat. Was glaubt ihr? Ich glaube, es wird durchweg negativ werden. Vor allem, wenn Max sich dann hier vorne hinstellen muss und so ein Minecraft-Girlfriend verheiraten muss. What the f***? Sowas liegt ihm ja gar nicht. Ich bin ehrlich mit euch, Leute. Wir machen das einfach nur, damit es Max schlecht geht. Hier ist die Angetraute, die Gute. Akustik heiratet er. Eine sehr, sehr belesene Dame aus westafrikanischen Hochadelsfamilie. So sagt Romatra. Hat er sich als Frau ausgewählt und ja. Ist auch absolut kitschig, diese Kapelle. Normalerweise würde ich sowas niemals bauen, Leute. Schaut diesen Sch**haufen an, Alter. Ekelhaft. Das wird auch richtig schön unangenehm. Wie gesagt, weil Max weiß ja gar nicht, was wir mit ihr vorhaben, ne? Wenn Max wenigstens wüsste, was abgeht, dann macht es das Ganze, glaube ich, deutlich einfacher für uns alle. Aber das wollen wir ja nicht, wisst ihr? Wir wollen ja, dass Max hier echt sich richtig schlecht fühlt. Eigentlich schon gemein von uns, oder? Schreibt es in die Kommentare. Wie seht ihr das? Freut ihr schon auf Romatras Hochzeit, Leute, und auf den Cringe-Kick, der uns erwartet, Alter. So richtig ekliges Roleplay. Weil Trimax muss ja auch so mal ein bisschen in Craft Attack eingeführt werden. Craft Attack hat ja auch Roleplay, Leute, ne? Ich weiß auch nicht, ob das mit so einer Person wie Trimax funktioniert. Bin ich ehrlich. Trimax kann kein Roleplay. Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Klar und deutlich, Romatra. Hat Max geschrieben? Hast du mit Max geschrieben? Naja, ich habe alles mit ihm geklärt. Ja. Oh, das wird so richtig schön ekelhaft. Ja, Mann. Freust du dich auf deine Hochzeit? Ja, das wird so richtig ekelhaft. Boah, das darf sich nie jemand anschauen. Außer Max, ja. Der muss es sich anschauen, weil ich will, dass er leidet. So, Romatra, ich habe dir die Kirche nochmal ein bisschen umgebaut, deine Kapelle. Damit die natürlich auch dementsprechend gut aussieht. Hast du schon einen Plan, wie wir meinen Girlfriend da reinkriegen? Wir müssen sie ja schon dazu zwingen zu heiraten, weißt du, wenn... Wie, will sie nicht? Achso, ich weiß nicht, ob Max eine Zwangshochzeit unterstützt, ne? Dann ist das natürlich keine Zwangshochzeit in dem Moment. Na gut, dann ist das safe. Dann kann ich das auch unterstützen. Dann bin ich da bei dir. Wie findest du die Kapelle, Romatra? Schon schön kitschig, oder? Sie sieht geil aus, ja. Schön in weiß und iced out. Ist halt keine Standardkapelle, ne? Das ist schon das Beste, sag ich mal, für eine Hochzeit. Für eine royale Hochzeit. Warum lachst du so? Weil das richtig kacke wird. Ja. Ja. Wollen wir nicht nochmal eine einfangen? Was ist, wenn uns die wegstirbt? Ja, mach ruhig. Mach nochmal eine Insel, dann fang nochmal ein paar ein. Ich mach schon mal roten Teppich fertig, ne, Romatra? Ganz klar. Oh. Ja, Junge, das ist eine royale Hochzeit, Alter. Wir sagen auch Max, dass er richtig mitfeiern muss und so, ne? Er muss das. Wir wollen, dass Max das richtig fühlt, ja? So, Leute, dann machen wir jetzt mal. Was können wir denn alles für eine Hochzeit gebrauchen? Komm, wir gucken mal hier. Gibt's hier Presents? Ja, gibt es. Okay, Romatra. Erstmal machen wir natürlich ein Table mit den ganzen Geschenken, ne? Dann haben wir Cake. Alter, Wedding Cake, Romatra, let's go. Ja, geil, genau das, was wir brauchen. Max muss ja noch mit uns an den Table so sitzen und so tun, als würde er essen, ne? Saugeil, Alter. Saugeil einfach. Ne? Junge. Das ist Etag, da kann ich keine Freundin nennen, die muss mal. Man muss nachts Jagd auf Freundin machen. Kann man das so sagen? Kann man so nicht sagen, Romatra. Wäre ich vorsichtig mit. Candy Bowl natürlich auch für eine Hochzeit ganz wichtig, ne? Hier, wir machen noch einen Rollstuhl für Max. Für Chef Strobel, falls er kommt, der Rentner. Und Piano, wir brauchen auch ein Piano. Können wir ein Piano machen? Mach ich, warte. Wir bauen uns eine Bühne für die Band, weil Max muss ja auch die Band machen, das weiß er nicht, ne? Aber Max muss auf die Bühne und ein paar Sachen singen. Das wird so geil unangenehm, Romatra. Ich weiß nicht, ob wir ihn dazu kriegen, alles zu machen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, leider. Guck mal hier, da gibt's aber dazu einen Eimer mit Karotten. Oh, sieht das geil aus hier. Sieht das jetzt schon geil aus. Und einen Eimer mit Bananen. Einfach so, weißt du? Okay. Ja, das sind Bananen. Das sind Äpfel. Ruhe. Guck mal hier, Romatra. Hier kann man sich Bier zapfen. Oh, edel. Ne? Ganz gut.
Hier steht natürlich dann noch der Wedding Cake. Aber warte mal. Ja, so, das sieht schon besser aus. Da ist er, oder? Guck mal, hier sind noch so Fischereise. Für zwischendrin. Das ist alles, was es an Essen gibt. Richtig, richtig, richtig ranzige Hochzeit, Alter. Bin ich dabei, ja? Hier drin sitzt Max. kann man das? Guck mal hier, Romata, komm, wie die Kapelle aussieht von innen. Oh, edel. Einfach nur edel. Ich bin sowas von Rolf, der Hochzeitsplaner, oder? Hier ist so eine kleine Cam, womit da die ganze Hochzeit gefilmt wird. Natürlich, klar. Ich bin fasziniert, Revi. Das wird so geil. Vor allem dieser scheiß Rollstuhl, wie kacke. Ist das behindert, Alter? Ist das behindert, Junge? Das wird so behindert, Alter. Romatra. Geil. Geil. Diese Bühne, Junge, Romatra. Ich fass es nicht. Oh, wie geil diese Bühne aussieht. Halt's Maul. PewDiePie hätte auch easy in Minecraft heiraten können, Alter. Gar kein Ding. Wieso hat das nicht gemacht? Ich hab keine Ahnung, ey. Geil, geil. Einfach nur geil. Einfach nur geil, Junge. Das wird so lustig. Und der wird's richtig hassen. Oh, können wir ihm irgendwie einen Anzug? Können wir irgendeinen Anzug craften, den er anziehen soll? Ja, können wir machen. Wir können so einen schwarzen Anzug machen. Einfach so schwarze Lederrüstung. Hier sind noch Girlfriends, by the way, ne? Okay, ich caste schon mal schnell die Band zusammen. So, Nummer 1, der Band-Member ist schon mal da. Oh, wir können die starten. Please don't die, please don't die. Ah, nein. Ah, komm schon. Ah, ich hab ihn. Oh Gott, Alter, ich hab ihn. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal unseren einen Dude. Mann, jetzt hat er ja Schlagzeug in der Hand, ist egal. Geil, Alter. Okay, die Band ist schon mal ready. Oh, Leute, ist das dumm, Alter. Leute, eigentlich ist alles fertig für die große Hochzeit. Also, gibt's Hochzeitsring? Ne, ich glaube, es gibt keinen Ring, oder? Ne, es gibt... Oh mein Gott, es gibt... Alter, Leute. Es gibt einen Ring, oder was? Ja, ja. Das ist ja dann lieber sick. Oh, Romatra? Ja? Deine Frau ist gestorben. Nicht schon wieder. Hast du wieder geboxt. Du sollst keine Frauen schlagen, Revi. Ich habe eine viel, viel süßere für dich. Oh mein Gott, das ist die süßeste, die du jemals bekommen wirst. Nein, pass auf, nicht runterfallen, Baby. Nein, Hallo? Baby! Oh, sie ist runtergefallen. Oh, du wolltest eine Rothaarige, ne? Ja. Yeah. Hallo? Na, wie sieht's aus, Revi? Ey, sieht mega ist aus, Max, eine? Bei dir. Ah! Ich muss sie bekommen. Ich krieg sie nicht, Zu viele andere Monster. Ich krieg sie nicht. Sie ist gestorben. Nein, ah! Alter, strong. Hallo, was macht ihr denn gerade? Ja, du musst nachher Pfarrer spielen. Wir machen nachher richtig geiles Roleplay in Minecraft. Hast du Bock Lass drauf, Max? Bock drauf. Was Romatra, denn? Vorsichtig mit den Creepern hier. Oh, ich glaube, ich hab sie abgeschossen. Ich hab sie. Das ist schon sehr edel. Ja! Ja! Wo hast du sie reingesetzt? Ja, wo wohl, Romatra? Da, wo sie hingehört. Okay, pass auf, wir machen jetzt folgendes. Wir gehen jetzt mit Max eine Stunde COD spielen und dann ist Minecraft, okay? Also Leute, bis gleich. Trimax, freust du dich? Wir werden jetzt Roleplayen, Max. Romatra, okay, Max. Also Max, pass auf, wir haben folgendes für dich vorbereitet, ja? Mhm. Wir machen jetzt Roleplay in Minecraft, okay? Der Hintergrund ist folgender. Romatra hat jetzt eine Freundin. Ja, wegen sowas raus, ne? Was denn? Nee, Max, warte mal. Ja. Wir haben extra alles schon vorbereitet. Wir haben auch eine Band. Wir haben da ganz viel Mühe reingesteckt. Und Max, das Ding ist, dass du ja Pfarrer bist, okay? Wir müssen ein bisschen üben mit dir für Craft Attack. Wenn du auf Craft Attack viele Zuschauer haben willst, dann musst du richtig roleplayen. Max, so ich hatte mit Craft Attack 88.000 Zuschauer. 2016. Ja? Es liegt an dir. Kommst du auf den Server, bitte? Geil, der ist ein Romatra. Es geht los. Was ist das hier für eine kurze Einführung an dich. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir uns eine Minecraft-Girlfriend holen. Und ich bin der Erste, der sich eine Minecraft-Girlfriend geholt hat. Girlfriend, sagt er. Girlfriend. Er hat eine Minecraft-Girlfriend. Okay, ich mache keine Erklärung mehr. Du darfst weiter reden, Revi. Ich rede nicht mehr mit ihm. Okay, also Max. Wir haben da vorne eine zweite Insel gebaut, ja? Und auf dieser zweiten Insel wird jetzt gleich die Hochzeit stattfinden, Max. Wir werden aber dir noch ganz kurz, ich mach dir noch ganz kurz deinen Pfarreranzug, Max, weil du bist der Pfarrer. Ich möchte damit der Pfarrer sein. Du bist der Pfarrer, doch, du bist der Pfarrer. Max, du bist der Pfarrer, glaub mir. Revi ist mein Trauzeuge. Revi ja. Bringt den Ring. Ja. Ihr verarscht mich doch. Warte, Max, du kriegst deinen schwarzen Anzug. Bin ich hier gelandet? Was habt ihr jetzt hier vor mit mir? Warte, ganz erzähl doch erstmal, kann ich ein Intro machen oder weiß ich wenigstens, was passiert? Du weißt doch, was passiert. Du bist Pfarrer von meiner Hochzeit. Das glaube ich nicht auf meinem Channel. Das ist geil. Komm jetzt her, Max. Wo bist du? Ihr verarscht mich doch. Nein. Nein, das ist vollkommen real. Also, es geht mich. Hier habe ich erstmal für dich Folgendes. Komm her, Max. Also, pass auf. Erstmal hier. Dein Xylophon. Und hier für dich eine Vogeltränke, da kannst du dich reinsetzen. So Max, komm mal mit. Romatra, geh schon mal nach oben in die Kapelle rein. Wie kann okay. Ich das Xylophon spielen? Gar nicht. Aus welchem Grund auch okay. Immer. Wie viel Zeit habt ihr das gemacht? Gegen 2 Stunden vielleicht, 3. Max, bist du ready für die große Hochzeit? Du bist der Pfarrer. Max. Nein, Finger weg mit dem Schwert von meiner Hör Freundin, auf, okay? Max. Romatra heiratet heute, hör mal auf jetzt. Würde Romatras Freundin ihn angreifen, wenn sie nicht gefangen wäre? Ja. Nein, sie greift mich auch so an. Hör auf jetzt. Drauf. Das ist halt das Ding.
Romax, hey! Digga, die greift an. Nee, das ist Romaxas Freundin. Na, die ist ja toll. Max, komm mal bitte her, bevor wir jetzt hier in die Kapelle gehen. Ich zeig dir erstmal ganz kurz, was auf der Hochzeit abgeht, okay? Guck mal, hier vorne ist unsere Band. Guck mal, er hier. Er spielt die Harfe. Ist der hässlich. Er spielt die Harfe. Und guck mal, er hier, der Nackte spielt das Klavier. Hier vorne, Max, kannst du dir natürlich einen Wein ziehen. Cognac, hier gibt's lecker golden Äpfel. Hier liegen ein paar Kartoffeln am Boden hier. Ein bisschen ne? Nicht, klar. Hier, die Hochzeitskuchen. Ja? Siehst du? Da oben, guck mal, da ist Romatra und seine Frau drauf. Siehst du auf dem Hochzeitskuchen? Ne? Ja. Greift Romatras Frau wieder auf dem an. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier noch ein bisschen Bier, ne? Digga, was habt ihr denn hier alles gebaut? Aber warte, Max, stopp, warte. Max, nicht hier. Kaputt machen. Nee, Max, hier, tu das mal rechtsklicken, Alter. Gib mal Romatra dein Geschenk. Er macht gar nichts. Wie kann man rechtsklicken? Wie soll ich denn rechts, was soll ich machen? Die rechte Maustaste. Drückt halten. Nein, einfach drücken. Sehr das schön. Ist, das ist jetzt dann haben wir hier eine Kamera, die natürlich alles einfängt. Wo ist die Kamera drauf gerichtet? auf den Holzblock hier. Ja, ja. Dann hier vorne, Max. Komm mal her. Komm mal her. Mach mal hier rechtsklick. Das ist du. Rechtsklick jetzt. Rechtsklick da drauf. Rechtsklick, nein, du rechtsklickst da jetzt. Aber warum hier? Muss ich im Rollstuhl sitzen? Weil du behindert bist. Aber Max, bevor wir jetzt die Hochzeit machen, möchtest du kurz unsere Achterbahn fahren? Ich komm nochmal raus hier. Max, komm bitte her. Komm her, setz dich in die Achterbahn, Rechtsklick rein. Mach ich nicht, ich sag, ich sterb da. Nein, dann stirbst du nicht. Das ist wo geht's jetzt hin? Das ist so behindert. Wo geht's hin? Das ist so unendlich dumm, Alter. Das ist so unendlich dumm. Ihr seid wie viele Stunden habt ihr hier reingesteckt? Zwei. Dachte, noch eine Runde, Max. Ich dachte, ich bin tot oder ich fall runter. Aber ich bin einfach wieder vorne rausgekommen. Ja, das ist einfach ein Kreis. So funktioniert Achterbahn, Max. Ich würde sagen, wir können jetzt zur Trauungszeremonie kommen, oder? Jetzt, wo der Pfarrer Achterbahn gefahren ist, kann jetzt Trauungszeremonie beginnen. Das ist so eine richtige Trash-Hochzeit. Der Pfarrer musste erst Achterbahn fahren. Oh Gott. So, Max, ich bin sehr gut im Roll. Ich setz dich da nicht rein. Doch, setz dich da jetzt rein. Setz dich da nicht rein. Setz dich da rein, das Max. Das ist scheiße. Ja! Warum bin ich ein Pfarrer im Rollstuhl? Also kann ich nicht normaler Pfarrer auch sein? Was muss ich jetzt machen? Ich mach erstmal die Fürbitten, oder wie das heißt, ja? Das Telefon. Ich hab mein Telefon mitgebracht. Ich bin sehr besonderer Pfarrer. Warte, wir machen die Standards-G-Musik an. Wie heißt die nochmal? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns heute hier versammelt mit Max und seinem Xylophon und Romatra und seiner Frau. Ja, ja. Und Malora. Kannst ja nicht, du sitzt ja im Rollstuhl. Wir haben uns heute hier versammelt, um Max an seiner ersten Hochzeit teilnehmen zu lassen. Heute heiraten hier Romatra und seine Frau Malorolam. Hier, ich bringe den Ring. Da ist der Ring, guck Max. Hochzeitsring. Oh, ja. Ich wünsche den beiden auf ihrem ganzen Wege alles, alles Gute und sehr, sehr viel Liebe. Ich hoffe, dass deine Frau die Alkoholflasche, die sie in der Hand trägt, bald wegliegt. Und nun kommen wir zum Pfarrer Trimax, der die beiden nun verloben wird. Komm, fühl dich in die Rolle, Max. Mir Kraft verliehenden Amtes. Sind sie verhaftet? Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Nee, stopp, nochmal. Nein, richtig, noch mal. Max, Trimax, wir üben das jetzt. Ich weiß nicht, was man sagt. Ich weiß ja nicht. Rausgekartet, du. Okay, ich guck mal in mein Buch kurz rein und setze mich wieder zurück in meinen Rollstuhl. Okay, zeig mal, gib mir mal ein Beispiel. Ich stell mich mal kurz hier. Geh du mal irgendwo. Nein. Du versaust für meine Hochzeit gerade. Was ist mit dir, Max? Hey, das ist so respektlos, wirklich. Das ist halt übel respektlos. Und jetzt übernimmt Revi. Das Gute ist, Revi ist Pfarrer und Trauzeuge. Ab geht's, ja, Revi. Okay, aber ich rufe dich gleich nochmal nach vorne, Max. Ja, ich zeig dir, wie gut es in Minecraft Roleplay geht, okay? Ja, okay. Was meine da, Max? Damen und Herren, liebe Trauzeugen, liebe Angehörigen und liebe Familie, wir haben uns heute hier zusammengetan, um gemeinsam zwei Liebende in den Bund der Ehe einzuschließen. Setzen Sie sich bitte hin. Setzen Sie sich bitte hin. Gehen Sie von der Kerze runter. Heute heiraten hier Romatra und seine Frau Maloram. Malorolam heißt sie. Malorolam. Malorolam, ja. Malboro. Heute Malboro. Verheiraten wir Malboro
mit Romatra. Kraft des mir verliehenen Amtes als freikirchlicher Pfarrer möchte ich Sie nun fragen. Herr Romatra, möchten Sie Frau Marlboro zu Ihrer geistlich angetrauten Frau nehmen, sie lieben und ehren, sie küssen und f***en, bis der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Frau Maloram, schauen Sie weiter aus dem Fenster, Geisterwesen, wie Sie nun sind. Wenn Sie, an, die ist richtig pissed auf mich. Wenn Sie Herrn Romatra zu Ihrem angetrauten Mann nehmen wollen, dann schauen Sie jetzt aus dem Fenster. Sie hat genickt! Sie hat genickt! Oh, gibt's nicht, Alter! Sie dürfen nun in das Boot der Frau einsteigen und die Frau raus aus der Kirche fahren. Die Medien, nein! Es ist Zwangshochzeit einfach. Irgendwas, was du dem Brautpaar mir das auf den Weg geben möchtest? Viel Erfolg. Okay. Okay, die Band spielt jetzt die erste Mucke. Wir müssen jetzt auch tanzen, Leute. Das ist heftig an, Romatra. Oh, Romatra, Alter, going on. Ich möchte das gerne festhalten, ich finde das. Was machst du da, Revi? Was machst du da, Revi? Max, bring es zu Ende. Das ist Revi. Wir haben alles auf Kamera. Du hast meine Freundin getötet, Max. Alter, na, das meine gibt... Frau. Meine ja, Frau. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, Max, wie hat dir die Hochzeit gefallen? Also, siehst du hier Minecraft-Roleplay? Ich fand das gut, dass ihr da so ungefähr 3,5 Stunden Arbeit reingesteckt habt, um das alles zu bauen. Am wichtigsten fand ich auch die Achterbahnfahrt vorher. Ich bin nach wie vor großer Fan von dem Typ, der die Harfe spielt, Alter. Guckt ihn euch an, der hat sogar, guck mal, der schlägt dich mit dem Schlagzeug, wenn du an ihn rangehst. Der hat ein kleines Schlagzeug in der Hand, guck mal. War eine schöne Hochzeit, oder? War eine gute Hochzeit. Ja, das war deine Einstimmung für Craft Attack, ne? Craft Attack, bist du dabei, oder? Ja. Craft Attack, wirst du auch stark sein im Roleplay? Roleplay macht man da nicht, da man kämpft und baut sich Farm. Falsch, du machst Roleplay mit Craft Attack. Oh mein Gott. Ja, okay, dann nehme ich auf jeden Fall die Rolle des Pfarrers, weil das habe ich eben schon sehr gut. Es tut mir so leid für Marlboro, Alter, wirklich. Ja, Leute, also, Max, ich würde sagen, wir grinden jetzt vor Craft Attack nochmal eine richtig starke Session hier rein. Craft Attack startet am 9.11. ist die Aufnahme und dann starten wir zusammen in Craft Attack rein. Habt ihr Bock, in Craft Attack was richtig Geiles zusammen mit mir aufzubauen? Ja, das hab ich Bock. Eine eigene Fraktion, die so richtig OP wird? Ja, ich kümmere mich um die XP-Farm. Ja, Leute, ich bin mega zufrieden, Alter, wirklich, es war geil.